Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokémonie, der Zelda-Challenge. Das letzte Mal haben wir die Arena in Romantia City abgeschlossen. Und jetzt machen wir was anderes. Nämlich in die Pokéballfabrik gehen. Und ich überlege gerade, du darfst nach vorne. Denn, wenn ich mich recht entsinne, kriegen wir es da wieder mit Team Flare-Mitgliedern zu tun. Das heißt, wieder viel Unlicht und ich habe hier eine Kampfattacke drauf. Da ist Tutti Paletti. So. Schauen wir doch mal. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wahrscheinlich wird wieder irgendwas draufgehen. Nee, es ist ja schon jetzt länger nichts mehr gestorben, muss man mal so sagen. Hallo, ihr steht hier rum, ne? Ja, ist in Ordnung. Moment, lagen hier nicht noch Items versteckt? Ich glaube schon. Yes, ein Feuerheiler, na gut. Na gut. Da drüben noch was? Nope. Theoretisch könnte ich einfach mal meinen Itemradar auspacken, aber den habe ich jetzt das ganze Let's Play über nicht verwendet. Dann werde ich ihn jetzt auch nicht benutzen. So. Ich gar keinen Bock drauf. Ah, Hypertrank. Ja, Mensch. Das ist sogar ganz angenehm. War ich vorher... Ich war im Pokémon Center, oder? Sieht alles sehr geheilt aus. Von daher... Und ich meine, ich habe ein Pokémon Center gestartet. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich vorher geheilt habe. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Na gut. Dann, hello. Achso, ich muss erst mit meinen Freunden hier reden, hä? Hallo. Ja, genau, wir reden nochmal mit dem Team Flare. Die sind da bestimmt total offen für. Jesus, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Hallo. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen, hab gar keinen Bock. Sana Banana. Oh mein Gott. Sie wurden gefressen. Nee. Und da rennen sie. Tja. Er rennt hinterher. Und wir kriegen Hilfe. Nicht. Geh mal rein. Nö. Na gut. Hallo. Ach Gott, das war ja der Schlons mit den Fließbändern. Oh Gott, das wird wieder interessant. Die Deppen in eurem Karneval. Ich mag den Satz immer noch total, weil sie einfach so extrem aggro ist. Ihr blöden Dreckschweine, ich bringe euch um, ihr elendigen Bastarde. Wow. Hallo. Sehr gut. Okay. Toxiquack. Na gut. Hatte das Ding denn überhaupt einen Unlichttypen? Ich denke, wir werden es gleich merken. Jawohl. Ja, du kannst ruhig erschaudern. Du kriegst nämlich jetzt voll einen Nahkampf ab, Mann. Nein. Nein, das hat definitiv nicht besonders gut funktioniert. Giftschock. Au. Au. Gundula, kümmere dich mal bitte drum. Hello. Ja, benutze jetzt nur Giftschock, um mich zu ärgern. Nur weil ich ihn nicht benutzen darf, ne? Hier, ich kann auch schocken. Bitteschön. Ja, das gefällt dir jetzt nicht mehr so gut, ne? Fräulein. So, gib mir meine 5 Rubine. Plopp. Und Level 43 für den Vogel. Warum habe ich eigentlich nie den Typen von Klibunkel oder Tok? Es gibt so ein paar Pokémon. Ich bin ja mittlerweile wirklich immer noch dabei, die Typen nicht nach Liste immer abzulesen, sondern wirklich mal auswendig zu lernen. Aber es gibt so ein paar Pokémon, die kann ich mir einfach ums Verrecken nicht merken. Das haut einfach nicht hin. Ich weiß nicht warum. Und Glibunkel bzw. Toxiquack gehören da einfach mal knallhart dazu. Ich kann mir das nicht merken. Irgendwas mit Gift. Okay. Magnayen, das trifft sich gut. Ich habe zwar nur noch 4 AP auf Nahkampf, aber hey, macht ja nichts.
So, damit habe ich dich schon mal ein bisschen verkrüppelt. Und bitteschön. Boom. So ist gut. Okay. Yay, 35 für Joghurt, nur noch 5 Level, dann hat's ein Dingens. Ja, wir wechseln. Tian darf sich da mal drum kümmern. Noch 5 Level und dann haben wir ein Dingenskirchens-Teil. Es ist mir tatsächlich der Name entfallen. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, ich denke, die 5 Rubine kann ich mir schon mal beruhigt geben. Okay. Yay! Na gut, weiter geht's. Item. Flottball. Es wäre sogar sinnvoll, denn ich möchte mir ja eh in Dingenskirchens Farben, sag ich, in Klavion fangen. Und da ist ein Flottball vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht funktioniert's ja. Hallo. Was hast du denn dabei? Zurokex. Okay. Da kann ich eigentlich mal wieder ein bisschen mit Aeroas arbeiten. Schupp. Und wusch. Tada. Okay. Nice. Was haben wir jetzt? Magnaien. Na gut, schon wieder. Dürfen wir noch ein bisschen nahkampfen. Chips. Ich merke jetzt erst, wie rot die Nase von Magnaien eigentlich ist. Die ist ja knallrot. Bist du Rudolf oder was? Ah, Moment. 5 Rupees. Ah, Hilfe, Windows 8, please. So. Gott, 49 für den Wasserballon. Tifuka. What the fuck, Wasserballon? Mach mal langsam. Soweit ist es das Ding noch vor der Liga Level 100. Naja, gut, das vielleicht nicht, aber meine Herren. Geht ordentlich die Post ab. Habe aber auch nichts dagegen. Wasserballon hat sich als ernstzunehmendes Pokémon hier etabliert bei mir im Team. Timerball, okay. Das kann ich auch für Klavion gut gebrauchen, falls es zu lange dauert. Ah, okay, dann hier hoch. Da. Komm schon, dankeschön. Okay. Pop, 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 pop. Moment. Nee, wenn ich. Da will ich, glaube ich, rein. Na gut. Hallo. Ja. Du hast total viel Spaß mit Bällen. Hast ja auch 2 große Bälle dabei. Oh, ho, ho, ho. Jetzt kommt natürlich ein Schluck weg. Schauen wir erstmal, was wir mit Aeroas anrichten können. Wahrscheinlich. Oh, es geht sogar. Okay, gut. Gut. Ich habe mit weniger Schaden gerechnet irgendwie. Ich dachte, Schluckfisch würde mehr aushalten. Und? Yes, nice. So stelle ich mir das vor. Sehr gut. Level 44. Und noch ein Level up. Level 45 für Gundula, okay. Na gut. Und nochmal 5 Rubine. Wieder richtig voran hier, Mensch. Da fällt einer nach dem anderen meinem Vogel zum Opfer. Okay, allerdings muss ich es auch kurz entgiften. Ansonsten fällt mein Vogel dem Gift zum Opfer. Das finde ich nicht so gut. Okay. So, und ich glaube, ich habe hier jetzt alle Flares umgehauen. Ich denke, ich kann jetzt da rein. Gut. okay, hier kann ich gerade. Moment, fehlt noch einer? Moment, musste ich nicht erst die. Ja, musste ich erst die Richtung der Fließbinde und dann irgendwie außen rum oder sowas? Ah, ich weiß das nicht mehr. Ach.
Ich hasse Fließbandrätsel, genau wie diese blöden, in den Geheimbasen immer diese blöden, Pfeilrätsel-Dinger, was ja eigentlich auch nur Fließbänder sind, aber ne. Ah, Moment. Nee. Nee, hier bin ich falsch. Ach. Mann! Und an dem komme ich, glaube ich, nicht vorbei. Nee, du versperrst mir natürlich glorreich den Weg. Dann da unten. So. Aha, wunderbar. Und jetzt da hoch. Und dann da hoch. Ah, hier war das. So, meine Nerven. Dann muss ich auch noch mal rauskommen hier irgendwann. Ja. Natürlich. Jagt hier alles in die Luft. Hauen wir sie weg. Die alte. Zurück Hex, okay? Da haben wir ein Mittel dagegen. Ein sehr effektives Mittel, möchte ich mal meinen. Hello. Und zack. Mensch, Vogel hat sich aber... Allgemein hat sich so ziemlich mein ganzes Team zu wertvollen Mitgliedern etabliert hier während dieser Challenge. Muss ich mal so sagen. Die tun alle ihren Job. So. Na gut, T-Earn vielleicht ein bisschen weniger, wobei T-Earn auch schon ordentlich reingehauen hat. Nur setze ich das im Moment relativ wenig aus irgendwelchen Gründen ein. Ich könnte es mal mehr rausholen. Wobei das dank der Tatsache, dass es im Moment das einzige meiner Pokémon ist, das aus irgendwelchen Gründen Zauber scheinen kann, wird es wahrscheinlich dann beim nächsten Mal öfter zum Einsatz kommen, gehe ich mal schwer von aus. Das ist immer noch ein bisschen lächerlich, aber naja, so ist es halt, ne? Ich hab gar nicht nachgeschaut, ob Klavion, ob das Zauberschein lernen kann, muss ich immer noch nachgucken. Es wäre schon echt schön, wenn ich daraus mal einen Stab machen könnte. Ja. Ja, wir haben Verstärkung. Gegen diese Knalltüten. Das ist so gut. Sie ist so aggro, meine Herren. Okay. T-Doppelkampf. Voltenso und Cleopatra. Na gut. Was mir nicht ganz gefällt, ist das Voltenso. Das ist für meinen Vogel ein bisschen gefährlich. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Gott, Ruckel! Oh. Erstmal weg mit dem Ding. So. Jetzt ist natürlich noch die Verteidigung gesenkt. Wenn ich jetzt eine Blitzattacke abbekomme, dann könnte das echt wehtun. Yay, 43 für T-Earn. Biss, okay. Na, wenn du meinst. Na komm, dann hauen wir aber noch eine Aeroas. Aeroas hier raus. Bäh. Aeroach. Oh. Ja, stimmt, da war ja was. Donner und so. Au. Ich hab gut mitgedacht. Und der Donnerzahn hat... Nein, ich will nicht fliehen. Ich will das Pokémon wechseln. Der hat echt böse wehgetan, muss ich mal so sagen. Oh, ich habe ja meinen Relaxo auf der Bank. Huch, da war ja was. Ich traue mich irgendwie nicht, den Joghurt rauszuschicken. Komm, T-Earn, ich hab... Nee, halt, du bist auch Flug. Ich, Dummkopf. Ich wollte jetzt einfach mal T-Earn rausschicken, weil das Ding so wenig Screentime bisher hatte und... Hab einfach mal knallhart vergessen, dass das Ding auch einen Flugtypen hat. Sehr gut. Hab ich gut mitgedacht. Na fein. Komm, hauen wir einen Zauberschein raus, weil warum nicht? So. Dann haben wir den wenigstens mal genutzt. Wow, das war dumm. Das war dumm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war dumm. Zumindest haben es beide Pokémon überlebt, aber es war echt blöd. Das war wow. Na gut. Ja. Tschüss.
Jetzt gib mir den Meisterball. Okay, ich kriege eh beides, von daher ist es komplett wurscht. Dankeschön. Yay. Super, Mensch. Ah, schön. Bin ich mal gespannt, was ich in diesem Let's Play mit dem Meisterball fange. In meinem Pokémon X Let's Play habe ich sie einfach mal an Absol verfeuert. Weil warum nicht, ne? So. Und raus hier. Oder auch nicht, wir werden aufgehalten mal wieder. Ja, jetzt könnt ihr euch total gut umsehen. Der Name sagt mir irgendwas. Ja, alle Pokebälle, die Pokebälle da rechts unter dem Fließband, die zählen nicht. Das ist, das sind Abfallprodukte. Ei. Yay! Echt mal. Jetzt lass mich in Ruhe. So. Holo-Nachricht. Hello. Unblutig. Und nur weil ich Sirena zurückgehalten habe. Hätte man ihr ein Messer oder sowas gegeben, hätte sie wahrscheinlich einfach das gesamte Team Flair abgestochen. So brutal drauf, wie die da war. Meine Herren. Na gut. Okay, dann gehen wir jetzt ins Pokémon Center und gehen dort erstmal unser Nugget verkaufen. Ich glaube, ich habe noch Sternenstaub oder sowas übrig. Auf jeden Fall ist davon noch ein bisschen Geld zu machen. Und dann schauen wir mal. So. Diesen Nugget. Yes. Hatte ich nicht noch. Na komm. Oder ich glaube, mit einem Riesenpilz kann man nichts weitermachen. Können wir auch verkaufen. Weg damit. Sonst noch was? Hartschuppe. Nee. Pudersand. Nee, Seidenschuppe. Oh, hatte ich doch nichts mehr zum Verkaufen. Na gut. 112.000 Poké-Dollar, Mensch. Wenn ich mich nur ordentlich einkleiden könnte damit. Wenn es mal ordentliche Kleidung gäbe. Ach. Okay. Einmal durchheilen. Und dann haben wir auch Romantia City komplett abgeschlossen. Ist doch schön, Mensch. Ging doch recht reibungslos. Das Gegenende war es ein bisschen blöd, weil ich lauter Flug-Pokémon gegen Elektro-Pokémon eingetauscht habe, weil ich total gut gerade mitgedacht habe. Aber lief doch alles ganz gut. Dann schauen wir uns das nächste Mal auf Route 15 um. Und ich glaube, da ist auch die Hotelruine, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich kann mal eben kurz auf die Karte schauen. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass, wenn dort die Hotelruine ist, Frosthöhle, Hotelruine, ja, wunderbar, dass wir dort unser Klavion fangen. Denke ich. Wäre gut. Weil dann hätte ich ein recht ordentliches Pokémon mit einem sehr für mich günstigen Typen. Und würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, dass das Video so gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Route 15. Bis dahin.